Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2. Ich habe den Todd gar nicht angesprochen. Der kommt einfach auf mich zu und labert irgendwas, dass der Baby Luma einen Brief bekommen soll. Von mir aus. Mein lieber Baby Luma, ich hoffe, dass sich dieser Brief wohlbehalten erreicht. Geht es dir gut? Anbei etwas, das Mario und dir auf eurer Reise von Nutzen sein dürfte. Möge die Kraft der Sternteile mit euch sein. Es gibt wieder Leben. Was sonst? 50 Sternteile. Naja gut. Kein Absender, das kann nur diese Tussi sein, deren Name ich nicht kenne. Aber sie ist bei Mario Kart Wii mit dabei. Ich habe den Namen vergessen. Ich habe Mario Galaxy 1 nicht so intensiv gezockt. Sinkfluggalaxie, da gibt es eine Kometenmünze noch. Okay. Es hat mir auch jemand verraten, wie ich an die Kometenmünze rankomme. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Aber es wurde mir verraten. Damals, als ich diese Galaxie gespielt habe. Man kommt daran, indem man alle Ballons erwischt und ins Ziel schleudert. Ja, das müsste es gewesen sein. So einfach ist es allerdings nicht. Los geht's. Komm schon. Auf geht's. Weiß ich schon. Also ich hoffe. Ich halte einfach die Wii-Fernbedienung und mache, was ich denke. Alle Ballons erwischen. Das habe ich auch schon versucht das letzte Mal, aber so einfach ist das beileibe nicht. Oh Mann. Hoch, Federvieh, hoch! Ach, das gibt's doch nicht. Oh Mann. So. So wollte ich das haben. Wir versuchen es nochmal. Das ist wirklich nicht einfach. Vor allen Dingen schneller, als es aussieht. Komm, geh nach oben. Den kriegst du gefälligst. Wir kriegen das schon alles. Wir kriegen das hin, mein gefiederter Depp. Warum kriege ich den Ballon denn nicht? Warum steigst du denn nicht empor? Sturzflug. Vielleicht besser, wenn ich mich dabei hinstelle, weil meine Wii-Sensorleiste ziemlich weit oben ist. Das sieht jetzt bekloppt aus, aber ihr könnt mich ja nicht sehen. So. Habe ich auch ein bisschen besseres Gefühl, habe ich das Gefühl. Ist auch schwer, mit dem Federvieh nach oben zu kommen. Der bleibt ja kaum oben. Kann nicht richtig fliegen, das... Möchte gern Vögelchen... Och, ich dreh durch! Vielleicht durch Schütteln? Ach. Ich denke einfach nur nach oben neigen. So fliegt er auch, also tut seine Flügel nach oben richten, aber irgendwie klappt es nicht so richtig. Bleib oben, mein Freund. Das Leben ist mich kalt. Ich will oben bleiben. Ah, jetzt kommt. Das gibt's doch nicht. Sturzflug. Also ich guck mir gleich nochmal das Tutorial an, wenn es sein muss. Noch ein Versuch. Das Nunchuk stört mich.
Das wird's wieder sehr knapp. Zu knapp. Mann, was passiert denn mit den späteren Ballons? Wieso steht denn Kriegen, wenn ich nicht mehr das hinkriege? Schafft das. Knapp genug. Komm schon, bitte. Gerade so. Vielleicht so ein bisschen wie in Mario 64, dass man... Das gibt's doch nicht. Da wollte ich cool wirken und dann klappt's nicht. Die Zeit verrinnt. Okay. Ein letzter Versuch, wenn es dann nicht klappt, dann muss ich mir was einfallen lassen. Das kann schon wieder nicht klappen. Muss ich vielleicht nur durch alle Tore? Sind die Luftballons denn zwingend notwendig? Also, ich versuch's jetzt mal wieder, aber wenn ich einen Ballon nicht bekomme, versuche ich mal, ob es nur an der Tore liegt. Dumm. Egal. Ich versuch's jetzt einfach so. Das wird nix. Wie dumm. Ist zwar eine sehr abwechslungsreiche Galaxie, aber irgendwie nervig. So, wo will ich lang? Wo muss ich lang? Da ist ein Ballon, also gehen wir hier lang. Ah. Mein lieber Schwan. Hoffentlich verpasse ich nichts. Erinnert mich ein bisschen an Avatar wieder. Meine Güte. Komm, ich bekomme noch eine Kometenmünze. Ne, Leute. Soll das alles sein? Wir müssen wirklich auch die Ballons erwischen. Verdammt schwierig. Tja, was soll ich dazu sagen? Oh, der hat mir was zu sagen. Hallo. Du hast da ganz schön was mitgemacht, oder irre ich mich? Gönn dir mal ruhig eine Auszeit, Steuermann. Mach du doch. Aber du machst es ja die ganze Zeit, nicht wahr? Tja, Leute. Ich werde mir jetzt das Tutorial nochmal ansehen, um zu gucken, wie man richtig fliegt. Ob ich irgendetwas übersehen habe. Tja, und dann probieren wir es halt nochmal. Wir brauchen diese Kometenmünze. Okay, das müsst ihr nicht mitgucken. Also, bis zum nächsten Part. Bis dann, ciao!